I'm made of. Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Sonic Boom, der zerbrochene Kristall, featuring Crush 4589. Wir sind nochmal zum Schrottplatz zurückgegangen, weil ich habe euch ja letztes Mal vergessen zu zeigen, wie wir mit Knuckles trainieren, um noch zusätzlich eine Marke uns zu verdienen. Weil ansonsten verdienen wir uns ja die Marken ausschließlich beim Bestehen von bestimmten Challenges, zusätzlichen Challenges zu den Kristallen, dem Ziel und den Blaupausen. So, wir müssen abwechselnd Y und A drücken. Bis das die Leiste bei Sansa gefüllt ist. Und dann bekommt man eine Marke geschenkt. Allerdings geht das nur einmal pro Tag. Das heißt also, man muss also wieder weitere 24 Stunden warten, bevor man wieder mit ihm trainieren kann. Aber dadurch kann man jeden Tag immer neue Medaillen verdienen, um sich die zusätzlichen Extras bei Quincys Spielzeugladen kaufen gehen zu können. Zusätzlich zu den Marken, die man schon hier bei den Challenges sich verdienen kann, noch wie bereits erwähnt zusätzlich verdienen. Also man kann sich noch zusätzliche Marken einfach beim Training verdienen. So, wir haben letztes Mal die Roboterfabrik abgeschlossen bei den vorzeitigen Ruinen und nun geht es weiter mit den Fabrikrennen. Gegen wen wir da wohl antreten werden, das sehen wir jetzt hier, das sehen wir hier und jetzt. Gucken wir mal, was hier so abgeht. Diese Kontrollpult scheint ferngesteuert zu werden. Aus mehreren tausend Metern über der Erde. Jede Wette, da versteckt sich Lyric. Erstaunlich, hat dein Wundergerät noch mehr Infos auf Lager, Supergenie? Wenn du da drauf haust, dann wird er sicher nicht mehr Infos rausholen können. Nein, wir brauchen wir auch nicht. Dann trete zurück und ich zeige euch, warum man mich Knuckles nennt. Wegen dieser spitzen Dinger da an deinen Handschuhen? Was? Oh, jetzt verstehe ich, jetzt aber auf einmal alles klar. Ich dachte es, weil ich gern aufs andere aufhaue, aber dann würde ich mich wohl draufhauen nennen. Knuckles! Hey, draufhauen! Wenn du mit der Konsole da fertig bist, kannst du da drüben gleich den draufhauen weitermachen. Cool, auf was denn? Nicht auf was, auf wen? Es ist Metal Sonic und er kommt angerast! Was macht der denn hier? Nur eine Person könnte der Metal Sonic Son auftauchen, hier stecken. Ich will mal keinen Namen nennen, aber er trägt einen ziemlich bescheuerten Schnurrbart. Eggman! Ich dachte schon, er würde im Spiel gar nicht auftreten. Geil! Oh! Metal Sonic, beschützt die Fabrik und eliminiere Sonic und seine Freunde! Oh, klar doch. Mach einfach das Ding kaputt. Okay, wir bestreiten also ein Rennen gegen Metal Sonic. Hui. Na denn, ab geht das. Ja, da ist er auch schon. Ich habe schon jetzt eine Weile nicht mehr gespielt. Ich hoffe, dass ich die Steuerung noch intus haben werde. Oh ja, ja. Metal Sonic. Oh. Der gute Metal Sonic ist ganz schön. Hängt ganz schön ein. Boah. Ganz schön hartnäckig hier. Ich hätte auch die Abkürzung wirklich nutzen können, aber ich bin leider zu blöd dafür gewesen zu reagieren. Zum Glück aber bin ich beim Turbo-Boost etwas schneller als die Gegner. Kann ich froh darüber sein. So. Vielleicht die Abkürzung genutzt und weiter. Oder war das eine Abkürzung? Das sah jedenfalls jetzt nicht so wirklich hart danach aus. Jetzt aber. Nach unten! Ich hab nach unten gedrückt! Fuck. Das habe ich jetzt schon wieder verloren. Arg. Nur weil er zu blöd ist, richtig zu... What the hell? Was geht denn da ab? Jetzt habe ich auf einmal einen Vorsprung aufgebaut. What the hell? War das doch so der geniale Abkürzung oder was? Ach, was soll's. Immerhin nutzt er die Abkürzung nicht. Das ist gut. So.
Und jetzt aber Flux zum Ziel. Und das noch vor ihm, Mann! Ich drücke doch, ey. Ich glaube, das verliere ich dieses Mal. Lässt er sich etwa Zeit oder warum lässt er sich so leicht einholen, ne? Oh, nee, da war schon wieder... Oh, das habe ich jetzt aber nicht so schnell sehen können. Komm, 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 schneller. Okay, schnell. Und hapsa. Los, 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 Sonic. Und lass dieses Muah, Muah. Das macht mich wahnsinnig, ey. Ach komm schon, sag mir jetzt nicht, dass ich das verkacken werde. Das wird knapp, ey. Wird sogar sehr knapp. Oh mein Gott, Sonic, ey. Hätte ich den Regen folgen müssen? Ist egal. Gerade nochmal geschafft, ey. Ich habe mich diesmal ziemlich dämlich angestellt. Das muss ich leider Gottes zugeben. Das war viel zu knapp dieses Mal. Viel zu knapp. Und dafür habe ich jetzt extrem viel Zeit gebraucht. 2 Minuten und 5 Sekunden. Das ist über 20 Sekunden mehr, glaube ich, habe ich jetzt gebraucht. Als eigentlich für die Zeit-Challenge vorgegeben. Als eigentlich für die Zeit-Challenge vorgegebene Zeit. Mein Gott, ich kann heute nicht mehr sprechen. Hat jemand gesehen, wohin Metal Sonic gerannt ist? Er ist in Richtung Vulkan verschwunden. Apropos, es kommt noch jemand plötzlich. Kommt es noch jemanden plötzlich heiß vor? Kommt sich noch jemand plötzlich verloren vor? Wünscht sich noch jemand plötzlich mehr Erdnussbutter zu haben? Ja, ja, du hast meine Gedanken gelesen. Wenn du das Hallo-Hütchen tragen würdest, das ich dir gegeben hätte, wäre das nicht passiert. Was hat er mit dem Hallo-Hütchen? Konzentriert euch, Leute. Für Erdnussbutter und Hallo-Hütchen ist später noch Zeit. Jetzt müssen wir uns erstmal Metal Sonic schnappen. Er führt vielleicht zu Amy und dieser Schlange Lyric. Okay, aber das mit Erdnussbutter, denn Alut habe ich nicht vergessen. Mann, wen interessiert das? Was hat ein Aluhut mit Gedankenlesen zu tun? Wie soll es bitte schön verhindern, dass die Gedanken gelesen werden? Oh Gott. Okay, wir haben diese Welt auch schon hinter uns. Jetzt geht es also ab zum Vulkan. Ist das jetzt die letzte oder die vorletzte Welt? Weil wir uns fehlen ja, wenn ich richtig gezählt habe, nur noch 2 große Level. Und diesen werden wir jetzt wahrscheinlich schon bestreiten. Und das sind die Vulkanhöhlen. Ja. Der vorletzte große Level. Oh Gott. Meine Fresse. Hoffen wir mal, dass wir auch hier alles finden werden. Hey, passt auf, wohin der läuft. Jetzt haben wir uns offiziell verlaufen. Hätte gedacht, dass Vulkanhöhlen so kompliziert sind. Das könnte eine Weile dauern. So hätte ich mir meine Hände nicht vorgestellt. Ich hatte da eher an einen großen Feuerball gedacht. Hä? Das ist ein Vulkan, quasi ein Feuerball in einem Berg. Wirklich? Na, dann habe ich mir mein Ende genau so vorgestellt. Das hat ja prima geklappt. Der ist so... Ah! Passt auf, wir haben Metal Sonic verloren und es sieht schlimm aus. Aber wir werden schaffen. Wir schaffen es immer. Wie? Wie? Kein blassen Schimmer oder was? Soweit kann ich dir folgen. Warte einen Moment. Algorithmus entschlüsselt gerade eine weitere Datei. Vorzeitige Flugzeugvulkan fortgeschrittene Tick. Das heißt, die Vorzeitigen hatten ein Flugzeug? Klar. Zur Zeit der Vorzeitigen gab es auch moderne Technologie, obwohl die Vorzeitigen sich eher auf die auf die Natur verlassen haben. Einen ganzen Hangar voller Flugzeuge, genau hier im Vulkan. Wenn wir es bis dahin schaffen, kommen wir hier raus. Ehe hier alles in Luft fliegt. Oh je, nicht, dass der Vulkan wirklich mittendrin ausbrechen wird im Level. Hoffentlich gibt es hier kein Zeitlimit. Ich möchte schon, noch vorher alles finden können. Also das heißt, alle Blaupausen, alle Kristalle. Dann wollen wir mal. Gucken wir mal, ob wir hier auch wieder alles finden werden. Dann mal los. Jetzt mal schnell die Karte anzeigen. Oh, die erste Blaupause ist schon mal direkt über uns. Aber wie... Oh!
Ja, springst du mal? Ich hab auf Sprungkopf gedrückt, mein Lieber. Okay, da ist schon mal ein gefährlicher Lavafluss. Hm, ob Sticks Bumerang ausreichen könnte? Probieren wir mal. Hm. Ja, er reicht aus. Kein Ding für mich. Man hat mir außerdem schon mal in den Kommentaren geschrieben, dass ich meinen Bumerang auch als als Aufklärungsdrohne könnte. Ja, das ist wahr. Also, der Bumerang ist wirklich praktisch, um auch noch bestimmte Bereiche zu erkunden, die man Tails. Nein, Tails bitte. Um bestimmte Bereiche zu erkunden, die man auch gar nicht gesehen hat. Meine Fresse, ich dachte, das geht nicht mehr. Alter! Also, der Roboter nervt auch wieder voller. Ach ja, stimmt! Ah, ich habe total vergessen, dass ich die Fähigkeit eingestellt habe, dass Gegner sofort zerstört werden, sofern ich ihnen das Schild abnehme. Das sollte ich vielleicht demnächst noch abstellen. Okay. Hm. Wo gehe ich denn jetzt ein bisschen lang? Ach, wenn ich bloß schon einen Überblick auf die Karte hätte. Zu dumm, dass die Karte nur nach und nach angezeigt wird. Vielleicht gehe ich erstmal hier, Link, und gucke mal an, was es hier gibt. Also hier gibt es ein Katapult. Also das heißt, es müsste hier weitergehen. Hier unten ist wahrscheinlich nur Lava. Ja, habe ich richtig drauf getippt. Da verbrennt man sich regelrecht den Arsch. Und hier jetzt auch gleich. Jupp. Oh, hoffentlich komme ich da wieder zurück. Ey. Oh, nee, nicht, dass ich sage, dass jetzt... Sag mir bitte nicht, dass ich jetzt da feststecke, ne? Nein, ich will da wieder zurück. Mann! Geht es jetzt gar nicht... Muss ich mich jetzt extra umbringen, oder was? Ich meine, die ganzen Blaupausen... Die Blaupause, die wir da gesammelt haben, bleibt da schon gespeichert. Komme ich da hin ohne... Ah. Ah, was versuche ich das eigentlich noch? Ich bringe mich am besten gleich um. Wenn ich dazwischen mal keinen Ring mehr einsammeln könnte. So. Das ist blöd, dass man an bestimmten Stellen nicht mehr zurückkommt. So. Okay. Ja, die Blaupause bleibt gespeichert. Glück gehabt. Dann passt das ja. Dann muss ich mal hier oben gucken, aber... Auf der Karte erkenne ich eigentlich keine Blaupause oder so. Oder ein Kristall. Da frage ich mich, wozu dann dieser Weg gut ist. Am besten finden wir es gleich mal heraus. Nicht bloß wie ein Roboter hier, oder? Das muss irgendwo hinführen. Nein! Ach, Kacke. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Ich muss mich da besser konzentrieren, Mann. Okay. Was ist... Oh. Okay. Da wäre ich umso... Da hätte ich dann umso einfacher die eine Blaupause rechnen können. Da hätte ich Sticks Bumerang gar nicht erst benötigt. Fail. Na gut. Wow. Ach, Mann. Die Sprünge sind auch wieder unpräzise, oder was? Ey, bleib da oben. Oh, oh Mann. Ich vergesse manche Dinge echt sehr leicht. So langsam steckt mich Knuckles aktuelle Beknacktheit nur an. Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Ich glaube, so komme ich mir gerade eben vor. So. Mann, das hätte ich mir gleich ersparen können, diesen Rückweg. Wenn ich das vorher gewusst hätte. Aber woher soll man das auch wissen? Das ist Try and Error. Wenn man das blind spielt, dann ist es alles Try and Error. Hm. Ja, Checkpoint sollte ich schon aktivieren, bevor ich wieder von vorne spielen muss. Wenn ich sterbe. Ich meine, es ist auch kein so großes Ding. Da ist ja kein Game Over dieses Mal. Dass es dieses Mal kein Game Over in diesem Spiel gibt. Hm. Sticks vielleicht. Dann hier oben nicht. Wieso prallt ja der Bumerang nicht ab? Egal. Sollte ich mich jetzt nicht darüber beschweren, sondern lieber machen, dass ich hier weiterkomme. So, verpiss dich, du.
Oh, Kristall. Perfekt. Na schön. Der erste Kristall und die erste Blaupause. So wie es sich gehört. Hm. Mal umgucken. Man weiß nie, ob da noch irgendwas zu finden geht. Ob man da nicht noch irgendwas finden könnte. Ich muss auch erstmal dafür die Karte erweitern, weil erst wenn ich nah genug bin, wird es auch auf der Karte angezeigt, was ich noch aufsammeln kann. Ah ja, da oben zum Beispiel. Ja, die ist eigentlich geschenkt. Die ist ganz leicht zum Einsammeln. Okay, fehlen mir nur noch 4 Stück vom jeweiligen Exemplar. So. Augenblick, ich muss mich mal zurechtsetzen, weil mein Rücken fängt schon an, weh zu tun. Bevor ich jetzt hier noch in einer nicht ich muss mich jetzt auch in eine nicht ergonomische ergonomische Position bringen. Ist gesünder für mich. Weil wenn ich jetzt schon in meinen fast 25 Jahren jetzt Rückenprobleme bekomme, gar nicht gut. Ich habe ohnehin eine Rückgratverkrümmung. Das ist für mich schon mehr als genug. Hm. Ich hoffe nur, ich habe jetzt nichts verpasst an der Stelle. Ich bin ja jetzt hier die ganze Zeit durchgerast, wie ein Irrer. Hier gibt es ja schon mal ein Schild, das weiß ich, aber ob es noch mehr gibt? Nein. Ach komm, mach mal weiter, wir werden das schon noch erfahren. So. Juppa! Ich will auch nicht so viel Zeit mit diesem Part verbringen. So. Ah ja, da oben ist wieder was für Tails. Dazu muss ich aber erstmal hier hochkommen. Ah ja. Geht ganz einfach so. Ja. So, da bin ich mal gespannt, was für ein U-Boot-Spiel uns denn dieses Mal erwartet. Okay, dann mal los. Oho. Alles in Rot. Okay, der Schatz ist schon mal über mir. Weil der wird als erstes angezeigt vor dem Ziel. So. Nice, da ist schon mal die Blaupause. Autsch, aua. Und dabei stöße ich noch ein paar Mal unnötig gegen die Wand. So. Mach das auf. Was zum... Nein! Was ist da jetzt los? Hallo? Na, ist das Spiel jetzt abgestürzt oder was? Das Spiel ist abgestürzt! Das gibt's nicht! Ich kann gerade nichts machen! Auf meinem 3DS, da bewegt sich auch nichts mehr! Oh nein! Das kann nicht wahr sein! Muss ich das wieder von vorne machen? Oh fuck, was soll die Scheiße? Ich kann doch nicht mal ins Home-Menü, gar nichts! Es hängt! Kann ich es überhaupt abschalten? Okay, ich guck mal nach, ob ich das Problem lösen kann. Ansonsten... Ja, sehen wir uns dann gleich wieder an derselben Stelle. Oder ungefähr derselben Stelle, also bis gleich. Oh Mann! Okay, sind wir wieder beim U-Boot und ich hoffe, dass dieses Mal alles mit dem Spiel in Ordnung ist. Spielabsturz, das ist echt nicht zu fassen, das mitten im Let's Play. Also sowas ist ja schon mal bei Sonic 3, also bei Knuckles in Sonic 2 vorgekommen, aber... Jetzt schon bei Sonic Boom? Der zerbrochene Kristall? Seriously? Sowas ist ja echt noch nie vorgekommen. Oh. Ah, na toll, das hat mich voll erwischt. Jetzt muss ich aber aufpassen auf den Rückweg. Und lieber den Weg folgen. Der am kürzesten ist, ich glaube, hier gibt es weniger Barrikaden. Dafür aber auch umso weniger Zeitboni. So, hier aufpassen auf die Minen. Oh, das sind aber ein ganzer Haufen von denen. So, weg mit dieser einen Mine. Da auch. So, und jetzt nur noch da hochkommen, unbeschadet. Oh, 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 schneller. Hol dir das Ding. Oh, fuck. Das geht sich nicht da aus, oder? Komm, komm, komm.
Oh, in allerletzter Sekunde. Nice. Gerade noch in allerletzter Sekunde die letzte Blaupause bekommen. Meine Fresse, das war sau knapp, ey. Okay, so viel mal dazu. Haben wir das auch geschafft? Und jetzt geht's da schnurstracks weiter. Die Jagd nach den... Wow. Okay, das ist mal eine Geschicklichkeit herausfordern, was im Buche steht. Alter. Okay, dieses Mal ist es nicht mehr ganz so leicht. Da muss man schon ein bisschen geschickter vorgehen. Ich habe das Spiel wirklich für viel zu einfach eingestuft, aber nee. Ja, das war auch bei Lyrics Aufstieg mein Fehler. Und habe dann schnell gemerkt, dass dann die Herausforderung immer härter wird mit der Zeit. Also die ganzen Rätsel, dass die schon etwas anspruchsvoller werden. Ich meine, nicht in dem Sinne von, wow. Komm, oh nein. Ja, ist klar. Wie soll ich da so schnell abspringen? Meine Fresse. So, jetzt aber habe ich es da mal reingeschafft. Und ich sollte auch hier weiter gucken. Da ist nämlich die vierte Blaupause. Nice, noch zwei Blaupausen und vier Kristalle. Ich hoffe, ich habe dazwischen echt kein Kristall übersehen. Ich möchte da wirklich um Himmels Willen... Aua, zusammenkommen. Das ist schon wieder eine Blaupause. Da muss ich irgendwie nach oben. Da gibt es eine Grabungsstelle mit Knuckles, aber ich gucke erstmal hier. Ob ich vielleicht... Ja. Da ist eindeutig was. Nämlich einen Weg zur Blaupause. Nice. So liebe ich das doch. Geil. Na schön. Dann können wir mal wieder auf Knuckles Fähigkeiten bauen. Ist alles hier mit Lava abgegrenzt oder wie soll ich das jetzt... Wie sehe ich das gerade? Wow. Ich hoffe nur, dass da kein zusätzlicher Weg war. Also ich kann eh auf jeden Fall nicht mehr zurück. Ich hoffe nur, dass ich da... dass ich den Weg übersehen habe. Ich möchte halt nicht den Level nochmal spielen. Ich möchte das schon auf einmal durchhaben. Weil dann fehlt... Wow. Okay. Wow. Alter. Was für gestörte Dinger sind das denn? Okay, da oben ist nichts. Ich würde das auf jeden Fall auf einmal durchhaben bei diesem Level. Auch beim letzten Level würde ich das zu gerne haben wollen. Sticks Bumerang, ha? Huh? Fragezeichen? Aber Frage, was heißt der Fragezeichen? Natürlich wird er wieder irgendwo hier ver... Natürlich, bei so einer Barrikade muss er der Bumerang herhalten. Ja. Wie ich es gesagt habe. Aber da versperrt ein nerviger Roboter den Weg. Aber den kann man doch trotzdem zum Glück überwinden. Okay, Problem gelöst. Und weiter geht das. Oh, okay. Lass mich runter. Yes. Kristallpower. Ja, zuvor gucken wir mal nach oben. Aha. Aber da gibt es nur eine Ringbox. Keine Kristall und keine Blaupause, leider Gottes. Wow. Ach, verpiss dich, du Nervensäge. Ich frage mich, ob man mit den Energiestrahlen auch normale Gegner packen kann. Ob das nicht möglich sein wird. Der ist nur einzig und allein zum Schwingen und dafür, dass man die Gegner das Schild abnimmt. Mehr auch nicht. Ach, schon wieder diese springenden Möchtegern-Zitterale. Da ist ja noch eine Blaupause. Wie komme ich da hin? Hoffentlich wächst sich da wieder in den Hintergrund. Bist du immer noch da? Weg mit dir. Ich komme da eh nicht mehr zurück, also... Bleibt mir keine andere Wahl. Die Blaupause muss ich auf jeden Fall demnächst noch bekommen. Ich hoffe, dass ich da wieder dorthin komme, um sie kriegen zu können.
Wow! Lava. Lama. Also da oben ist einzeln nur ein Schild, aber vielleicht ist da auch etwas mehr. Gucken wir mal. Oder ein Ringbox hätte es auch sein können. Ja, vielleicht sollte ich dieses Mal gleich die Abgründe mit Sticks Bumerang erkunden. Ja, hat sie als halt den Bumerang als Aufklärungsdrohne verwenden. Erstmals gucken. Nicht zu schnell voreilig. Beschlüssel ziehen. Bevor ich hier diesen Weg nehme, ist besser, wenn ich nochmal hier ganz schnell gucke, ob noch nicht noch irgendetwas wäre. Also bei diesen Luftströmungen, da bleibt immer Tails garantiert in der Luft. Warum kann er das nicht auch im Normalfall machen? Und völlig normal fliegen. Da oben ist schon wieder ein Kristall. Aber erstmals muss ich hier die Barrikade entfernen. Ah! Nein! Ach. Und ich sollte auch davor vergessen, niemals vergessen, gleich zum richtigen Charakter für diese Situation zu wechseln. Ne? Wer wurde empfohlen? Nee, nee, du ballerst mich nicht ab, Freundchen. So. Da bewacht einer den Kristall. Na. Der kann uns nicht aufhalten. Okay, noch zwei Kristalle und ja, eine Blaupause. Dann sind wir hier fertig. Dann müssen wir nur noch bis zum Ziel kommen. Sieht bisher ganz gut aus, aber der Schein könnte auch trügen. Gibt's hier unten eigentlich noch was oder außer Lava? Wahrscheinlich nicht, nee. Ja, man darf es ausprobieren, solange man Ringe hat. Wenn man es weiß, dann war's da schon. Hey! Was sollte das denn jetzt? Anscheinend darf man da keine Homing Attack machen oder man muss da eine Homing Attack an der Stelle machen. Boah. Solche Stelle ist echt fies, wenn man da weiß, weil man weiß nie, ob da drunter auch noch was sein könnte. Ah, das könnte der Weg zur letzten Blaupause sein. Aber zuerst ziehen wir mal hier nach. Sticks? Bumerang-Action! Nope, hier nichts. Da oben aber könnte was sein. Außer ein Schild wäre mir... Also mir wäre was anderes lieber gewesen, außer dieses Schild. Ah, und hier ist bestimmt auch nichts mehr außer Lava. Nö. Okay. Ab in den Hintergrund und holen wir uns die letzte Blaupause. Und hoffentlich auch die letzten beiden Kristalle. Da ist sie. Ich hab sie im Visier. Fehlt nur noch, dass ich da hochkomme. Vielleicht bin ich jetzt gerade in die falsche Richtung. Nee, da komme ich ja nicht hoch. Ich muss erstmal mich weiter fortbewegen und dann müsste ich auch die letzte Blaupause irgendwie erreichen können. Ja, hier zum Beispiel. Ganz einfach. Und, ja. Da ist sie auch schon. Die letzte Blaupause. Sehr schön. Dann fehlen jetzt nur noch die beiden letzten Kristalle. Und dann hätten wir's. Yay, epic. Dann hätten wir auch den Vulkan hinter uns. Wow. Alter, diese möchte gern sieht er alles in fies, diese springenden. Ah! Ich drücke doch. Ich überspringe das immer gerne. Weil ich ja bei diesen Plattformen immer schnell sein möchte. Oh! Yes, Baby! Noch ein einziger, come on! Tauch jetzt bitte irgendwo dazwischen auf der Karte. Jetzt haben wir schon 93% der Karte ausgefüllt. Hier muss dann irgendwo dann der Kristall sichtbar werden. Hoffentlich. Oh, come on. Der Kristall muss hier irgendwo auftauchen. Auf der Karte. Das wäre echt fies, wenn das nicht täte. Oh, Mann. Ach, epic fail. Jetzt habe ich die ganze Zeit auf die Karte geguckt, aber nicht hier auf
im oberen Bildschirm. Ich gucke immer noch auf die Karte. Ey! Wo schlägst du denn hin, du Idiot? Hey, wieso schlägst du da weiter? In die Richtung, bitte. Okay. Ich glaube, dass es doch jetzt hier einiges zu bemängeln bei diesem Spiel gibt. Dass manchmal die Steuerung nicht so funktioniert, wie sie sein sollte. Das Ziel? Leck mich. Ich will das hier erstmal haben und dann das Ziel. Jawohl. Alle 5 Kristalle und alle 6 Blaupausen. Und wir sind hier fertig. Juhu. Geschafft. Nice. Ah. Gott sei Dank. Ich kann echt froh darüber sein, dass wir das auch noch zu 100% geschafft haben. Okay. Jetzt fehlt nur noch ein einziger großer Level. Also nur noch so ein einziger von diesen großen Leveln. Und dann wären wir eigentlich durch. So ziemlich. Kannst du das Flugzeug auch sicher fliegen? Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich ein Flugzeug ist. Ja, was soll es denn sonst sein? Das klingt nicht sehr vertrauenerweckend. Wir sind noch in der Luft, oder nicht? Ich bin wirklich beeindruckt. Für jahrtausendalte Technik ist es nicht schlecht. Gewiss ja auch eine jahrtausendalte Spukebeutel. Ich glaube, ich muss reiern. Ich will ja nicht sagen, aber es sieht aus, als würden wir gleich in eine riesige Wolkenfestung stürzen. Stix hat recht. Wow. Hätte nicht gedacht, dass ich das jemals sage. Scheinbar mussten die Vorzüge nicht wieder Kurven fliegen. Der Störknüppel ist das Letzte. Sind das nicht eher deine Flugkünste? Immer ist die Technik schuld. Du kannst gerne aussteigen. Glaubst du mir, das macht das Spaß? Die Steuerung ist furchtbar. Können wir einfach laden? Wenn du damit abstürzen meinst, dann ja, wir laden gleich. Festhalten! Was du denn sagst? Oh, shit. Na, immerhin haben sie das überstanden. Ach du Heiliger. Oh, und da ist wieder Quincy Spielzeugladen. Aber da möchte ich jetzt eigentlich nicht lang. Und da geht's wieder zurück. Aber wir müssen erstmals Richtung Norden. Ist das schon das Ende des Levels? Nein, da gibt's noch einen Wurmtunnel. Alles klar. Dann machen wir den auch noch schnell, diesen Part, weil den einen großen Level haben wir ja ganz schnell beenden können. Sofern der Wurmtunnel nicht auch noch so viele Probleme bereitet wie der letzte. Hm. Wird schon irgendwie schief gehen. Okay. Mal los. Race to the finish. Ich muss jetzt auch nur gucken, dass ich die Steuerung auch wirklich garantiert intus habe. Boah, dieses Kopfüber, das verwirrt mich ein bisschen. Wenn man da komplett kopfüber ist. So. Bisher sieht es ganz gut aus. Aber ich darf jetzt nicht die Situation hier unterschätzen. Okay. Oben. Und hier wieder den, wie nannte man das im zerbrochenen Kristall? Den Laserpfad? Also die Seilrutsche, genau. Seilrutsche ist das. Die Laserseilrutsche. Hm. Okay. Oh, jetzt hätte ich beinahe mich verdrückt. Okay. Ja, ja. Immer Full Speed. Ah, nein! Das war gemein. Das war jetzt echt fies, die Ringstelle. Die Ringe. Fuck. Oh, nee. Das sah jetzt so gut aus. Na, prima. Ich hasse das. Oh, Mann! Ja, prima. Ich bin auch wirklich dazu nichts zu gebrauchen in diesen Leveln hier. Dann ist es blöd gemacht, dass man die auch wieder von vorne spielen muss hier. Oh. Also jetzt gehen mir die wirklich auf den Sack, diese Wurmtunnel. Die waren mir vorher noch bei... bis zu der Demo sympathisch und...
Boah, da ist mir beinahe drauf reingefallen. Die waren mir noch anfangs in der Demo sympathisch und also zumindest der erste war mir sympathisch, aber ab jetzt bekomme ich leicht wie schon ein leichtes Gefühl von Verachtung für diese Wurmtunnel. Aber ernsthaft. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das mal sagen muss. Und es gibt bestimmt noch ein oder zwei solche Wurmtunnel, die bestimmt noch mehr abgehen werden. Darauf wette ich. Diesmal aber darf ich nicht mehr nur auf Speed setzen. Ich bin schon wieder beinahe verdrückt. Okay. Ab hier muss man auf Speed setzen. Und jetzt lass einfach die Ringe ignorieren und dann geht's weiter. Okay. Und wo geht's jetzt? Ah. Ja, da bin ich froh gewesen, jetzt nicht auf Speed zu setzen an der Stelle. So, das Ziel müssen wir dann bald mal erreicht haben, oder? Es sieht zwar ziemlich nah aus, aber ich glaube, kaum soll es auf der Karte jetzt auch nur einen Fleck rühren. Und wieder rundherum. Wow. Das hat mich jetzt erschreckt. Okay, jetzt haben wir es gleich. Müssen wir es dann bald mal haben. Ich habe langsam die Schnauze voll von dem Level hier. Sie ist nicht mehr fern. Okay. Tempo, Tempo. Okay, das sieht gut aus. Und geschafft. Schnapp und bum, 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 bum. Okay. Die Zeit-Challenge habe ich wahrscheinlich auch verkackt. Yep. Leider. Aber was soll's. Da muss man ja auch wirklich sehr oft vom Gas steigen, wenn man da nicht in die Elektrofalle geraten möchte. Ich blöd gemacht, dass es da keinen Checkpoint gibt. Na gut, aber jetzt haben wir den Wurmtunnel auch schon mal hinter uns gebracht. Okay, da hätten wir, glaube ich, sogar schon eine ganze Welt hinter uns. Ich hoffe nur, hier gibt es nichts mehr. Außer diesen Wurmtunnel. Weil dann können wir gleich, die nächste Bungee-Schleuder zum Wolkentempel nutzen. Wow. Dann werfen wir mal einen Blick rein, bevor wir den Part beenden. Machen wir das so. Oh. Himmlische Tropen, hm? Luftfestung. Der letzte große Level. Es ist soweit. Den bestreiten wir aber dann im nächsten Part. Daumen hoch geht es für immer zu verteilen, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush49. Bis zum nächsten Part von Let's Play. Sonic Boom, der zerbrochene Kristall. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute. Now you know.